Shein Exposed, der schlimmste Fashion-Konzern der Welt. Modetrends werden immer schnelllebiger, Kleidung wird immer günstiger, Sortimente wechseln rasant. Das nennt man Fast Fashion. Und Shein ist die Zukunft dieses Geschäftsmodells. Ultra Fast Fashion. Mehr, schneller, billiger. Das chinesische Unternehmen verkauft Kleidung. Ich finde eine Bomberjacke für 22 Euro fair. Daher weiß ich persönlich, okay, das Ding wurde auf jeden Fall unter echt guten Menschenbedingungen hergestellt. So gut wie ausschließlich online. Ein Pulli für 8,50 Euro. Fair. Ein Crop-Tee für 6. Fair. Ein Kleid für 2. Boah, fair. Shein dominiert Social Media. Vielleicht kennt ihr die massiven Hauls. Der Konzern hat Partnerschaften mit unglaublich vielen Influencern. Seit Mitte dieses Jahres ist Shein vor H&M und Zara das verkaufsstärkste Modelabel in den USA und die meistbesuchte Fashion-Website der Welt. Das Unternehmen wächst rasant und hat nach Schätzungen letztes Jahr ca. 8,6 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Bro, was? Nie von gehört, Cesar. Wem folgst du auf Instagram? Wäre es da nicht eine Schande, wenn Shein gleichzeitig einer der undurchsichtigsten, unmoralischsten und perversesten Konzerne der gesamten Fashion-Industrie wäre? Die Speerspitze eines ausbeuterischen, dreckigen Systems. Nice. Eine Verkörperung des Schlimmsten, was die Globalisierung zu bieten hat. Holy Heute shit. Geht es um ganz, ganz viel Plastik, um falsche Zertifikate, um billiges Greenwashing, verlogene Kampagnen und einen Haufen gestohlener Designs. Aber kein Problem, Kay, ich helf dir auf die Sprünge. Kay, achso, scheiße, das, davor kommt nicht Kay, egal. Das war gerade so ein bisschen Leben und Tod, das Kenneth Glöckler-Vibe hier. Oha, Teil 1. Okay, Digga. Dieses Video ist Teil 1 einer Betrachtung von Shein. In diesem Part geht es um das Unternehmen als solches. Nächste Woche geht es dann um das Zusammenspiel von Social Media und Fast Fashion und die Influencer, die mit Shein zusammenarbeiten. Jeden Tag gehen bei Shein rund 7.000 bis 8.000 neue Produkte online. 7.000 bis 8.000. Jeden Tag. Das ist unglaublich viel. Wait. Neue Produkte? Zara schafft gerade einmal knapp. Neue Produkte pro Woche? 49.000? Was? 49.000 pro Woche? Bro, das ist geisteskrank. Die bringen im Jahr, wenn wir sagen mal 50.000 und sagen wir mal, ich weiß nicht, wie viele Wochen hatten, ja, irgendwie 53 oder so, 2,6 Millionen verschiedene Designs. Oh, 52, okay, scheiß drauf. Holy shit, das ist insane. 100 pro Woche, Fashion Nova so 600 bis 900. Ey, no joke, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber ich finde auch 600 bis 900 und auch 200 krass. Digga, aber 49.000 ist einfach nochmal ein anderes Level. Und natürlich müssen diese ganzen Schnitte, die ganzen Designs, die immer im Trend sind, ja von irgendwem entwickelt werden. Also hat Shein wohl das krasseste Team an Fashion-Designern auf dem Planeten. Oder auch nicht. Oder? Naja, Shein klaut. Augenscheinlich systematisch. Dass Fast-Fashion-Konzerne Designs abkupfern ist... Ja, Mann, wow, das Recht sieht auch echt dope aus, Alter. Da würde ich auf jeden Fall reinkopieren. Reinkaufen, meine ich. Bekannt. Bisher waren die Schablonen aber vor allem High-Fashion-Designer, Pariser Modehäuser. Shein dagegen bedient sich auch immer wieder bei unabhängigen Designern. Emma Warren, Mariama Diallo, Alexei oder... Junge, was zum Fick? ...oder auch Bailey Prado. Im Fall letzterer hat Shein stolze 45 Designs kopiert. Diebstähle werden auch gar nicht aufgedeckt, aber ich allein weiß jetzt ungefähr von, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Fällen. Also hat man da als Designer irgendeine Chance, also abgesehen davon, dass es ein milliardengroßes, schweres Unternehmen ist, hat man da irgendeine Chance, irgendwas zu machen? Junge, ist das scuffed, Alter. Das kommt wirklich sehr, sehr oft vor, also Fälle, die einfach viral gegangen sind. Der Konzern scheint ein eigenes Inhouse-Team für diesen geilen Job zu haben. Zumindest legt der Fall von Maison Cléo, sorry für die Aussprache, das nahe. Im Herbst letzten Jahres wollte Shein mit dem französischen Mini-Label zusammenarbeiten. Man hatte die Marke und ihre Designs also klar auf dem Schirm. Als die Co-op nichts wurde, naja, ihr könnt es euch denken.
Diese Designer haben häufig keine realistische Chance auf Entschädigung. Wie verklagt man als Einzelperson ohne große finanzielle Mittel schon einen chinesischen Megakonzern? Und Urheberrecht in der Fashion-Industrie ist allgemein eine riesige Shitshow. Dazu findet ihr mehr in der Beschreibung. Offen und Ehrlich hat mit einer anonymen Designerin gesprochen, die allerdings tatsächlich gerade einen Prozess gegen Shein führt. Sie hätte auch eine Wiedergutmachung von Shein bekommen. Also Shein hat ihr dann irgendwie aufgezählt, hallo, so und so viele Stücke haben wir von deiner Klamotte verkauft. Dieses Geld könntest du haben, aber sie meinte halt, okay, ihr könnt mir jetzt ja alles erzählen. Also ihr sagt jetzt, mein Teil wurde 20 Mal verkauft. Woher weiß ich, dass es nicht 20.000 Mal waren, so ungefähr. Soweit ich weiß, geht dieser Rechtsstreit gerade noch. Dein T-Shirt wurde 5-mal verkauft. Wir könnten dir 100 Euro auspayen. Aber auch in diesem Fall ist es wohl so, dass die Designerin erst mit einem Anwalt an Shein herangetreten ist. Da kam gar nichts. Und erst als sie das wiederum öffentlich gemacht hat, hat der Konzern überhaupt reagiert. Classic. Ich verstehe nicht, wie können so große Unternehmen einfach so immun sein gegen alles, Digga. Viele der beklauten Designer sind Teil einer Community, die sich ganz explizit gegen Fast Fashion einsetzt und sich für eine andere Art von Kleidung stark macht. Handgemacht, nachhaltig, im kleinen Rahmen hergestellt, nice. In hoher Qualität, sodass man lange etwas davon hat. Das ist Rebecca. Unter dem Namen Snake Divine verkauft sie handgemachte Klamotten, Digga, und studiert nice nebenbei aus. Kunst. Was ich gerade trage, ist ein Mantel, den ich gemacht habe. Ich habe halt alles komplett selber gemacht, das Schnittmuster. Dann habe ich das halt komplett selber sieht bedruckt. Sieht aus? Nee, ich find's nice. Sieht, ist ja halt voll bedruckt, vorne und hinten. Da ist auch ein Anhänger dran, da steht ganz klein drauf Snake Divine. Ich mag einfach voll gerne so viele kleine Details, dass man einfach merkt, da wurde sich viel Mühe gegeben und viel Gedanken gemacht. Auch Rebeccas Designs werden immer wieder gestohlen, zum Beispiel von der Ultrafast. Junge, das ist ja wirklich 1:1. Da kann man auch wirklich nicht mehr drüber reden, Digga. Das ist einfach frech. Inklusive ihrer eigenen Fotos mit den Produkten. Bro, was? Andere Designs von sich findet sie immer wieder billig kopiert für wenige Euro erhältlich auf AliExpress. Das ist eine Plattform ähnlich zu eBay, auf der unter anderem zahllose chinesische Unternehmen ihre Produkte zu niedrigsten. Ganz kurz, können wir kurz darüber reden, über dieses Squid Game Ding links oben? Tintenfisch-Spiel-T-Shirt. Scheiße, Digga. Das will ich haben. Unter anderem zahllose chinesische Unternehmen ihre Produkte zu niedrigsten Preisen anbieten. 100% der Leute, mit denen ich auf Instagram interagiere, die ähnliche Labels haben wie ich, also ähnliche Kleidung machen mit dem gleichen Mindset, 100% der Leute sind auch bei AliExpress. Da sind Duplikate anzufinden, also ja. Digga, da muss es ja wirklich Leute geben, dessen Job es ist, den ganzen Tag auf Instagram rumzubrowsen oder oder halt auf Google oder so, und um Leute abzurippen. Shein bleibt der absolute Vorreiter in dieser Hinsicht. Der Konzern baut sein unfassbares Release-Tempo zumindest teilweise auf der Ausbeutung der Kreativität und harten... Digga, wie viele Leute müssen die haben für dieses Research-Ding, wenn die 7-8K Produkte am Tag rausbringen? Bro, da muss da ja ein Team von 100, 200 Leuten sitzen, Minimum. Im Sommer hat das Unternehmen dann völlig schamlos eine Design-Contest-Reality-Show herausgebracht, bei der junge Designer in einem Wettbewerb $100.000 gewinnen können, plus eine... Nee, die wurden jetzt nicht abgerippt, oder? Oh mein Gott, imagine, das ist so dreist, oh mein Gott, nein. Kollektion gemeinsam mit Shein. Das alles sei dann auch noch für den guten Zweck. Nichts davon macht den wiederholten Klau von Designs wett und eine $100.000-Zahlung. Okay, es ist einfach nur so Greenwashing-mäßig. Okay, ich dachte gerade, weil das ist ja so dreist. Stell dich vor, man macht so hunderte junge Designer, lässt die gegeneinander antreten, lässt eins gewinnen, payt dem 100.000 und die restlichen Atzen rippt man einfach alle ab, Junge. Die rippt man einfach trotzdem. Einen Gewinner entschädigt keins der anderen Opfer. Dazu passend gibt es das neue Shein-X-Programm. You could be really talented, but people don't see you. Shein X program really helped to elevate young professional designers and want to give credit to them and they want to help them to be seen by the world. Das ist noch smarter, weil dann ein paar payen sie und ein paar nicht und sie kriegen quasi, das ist quasi so, die haben jetzt eine E-Mail-Adresse erschaffen, wo sich Leute bewerben, um oft gerippt zu werden. Das ist genial. Man kann kaum glauben, dass das keine Satire ist. Doch all das ist leider nur der Anfang. Was glaubt ihr, wie kann Sheins Kleidung eigentlich so günstig sein? Digga, das ist wirklich krass. 5,99, Digga.
Die Lieferkette von Shein ist absolut undurchsichtig. Man weiß nicht, woher die Baumwolle stammt, man kann nur Schlimmes erahnen. Lange war lediglich klar, dass die Kleidung häufig von vielen kleinen Nähereien in der Stadt Guangzhou in China produziert wird. Shein hat auf der eigenen Website lange behauptet, man wäre mit dem Standard SA8000 zertifiziert. Der bezieht sich auf Kinderarbeit, Zwangsarbeit und allgemeine Arbeitsbedingungen. Leider war die entsprechende Organisation, die diesen Standard vergibt, überhaupt nicht mit Shein in Kontakt. Mist aber auch. Who this? Nun ist einem Team der Clean Clothes Campaign ein Durchbruch gelungen. Die gemeinnützige Organisation konnte einige der Nähereien, die für Shein produzieren, lokalisieren. Man könnte zu der Company auch sagen, dass sie scheinheilig sind. Sammy, lösch dich einfach. Und mit Mitarbeitern sprechen. David Hachfeld hat es für uns zusammengefasst. Ja, die Arbeitszeiten, auf die gestoßen sind, die sind wirklich für europäische Verhältnisse ja schier unglaublich. Im Grunde arbeiten die Menschen, mit denen wir sprechen konnten, ja ungefähr 11 bis 12 Stunden am Tag. Normal. So in 3 Blöcken. Muss ja was geschafft werden. Morgens, nachmittags und dann noch eine Abend. Die 50.000 Designs die Woche machen sie nicht von selber. Schicht, die um 10 oder 11 endet. Und das 7 Tage die Woche mit einem Tag frei im Monat. Holy shit. Das ist eigentlich illegal in China. Die Arbeiter nehmen dieses Pensum freiwillig auf sich. Sie kommen aus ärmeren Regionen Chinas und wollen in Guangzhou so viel wie möglich verdienen. Das hat aber auch vor allem damit was zu tun, dass die Stückkosten, die sie bekommen, also zum Nähen von einem einzelnen Kleid, so gering sind, dass sie auch einfach nicht ausreichend verdienen, wenn sie einen normalen Job machen würden. So ist die wahnsinnig geringe Bezahlung pro Produkt zwar ein Grund, warum Shein so billig sein kann. Es treibt ärmste Menschen aber auch dazu, sich kaputt zu arbeiten. Die Näher und Näherinnen haben auch keine formellen Arbeitsverträge. Das alles ist leider gang und gäbe in der chinesischen Textilindustrie, aber ebenfalls illegal. In einem der größeren Betriebe gibt es keinerlei Brandschutz, keine Notausgänge. Das ist wahnsinnig gefährlich. Auch in Shiens gewaltigem Hauptwarenlager in Fasan werden Menschen ausgebeutet. Dort geben Mitarbeiter an, teils 12 bis 14 Stunden am Tag zu arbeiten, bis zu 28 Tage im Monat. Das ist natürlich eigentlich ebenso illegal. Aber verdammt profitabel, da sind wir uns einig, oder? Das ist verdammt krass, die machen verdammt viel Patte. Deswegen ist es wieder okay. Viel Geld machen entschuldigt alles, was man macht. Ist immer so. Nee, Digga, das ist echt heftig, Junge. Holy shit. Wenn es sogar in China illegal ist. Bro, dann weiß man, okay, man ist wirklich sehr, sehr, sehr kriminell unterwegs hier gerade. Wenn irgendwas arbeitsrechtsmäßig in China auch illegal ist, Bro, dann machst du vermutlich irgendwas falsch. Alles, um die Kosten für das 3-Euro-Kleid weiter zu drücken. Das Krasse ist ja, die werden ja immer noch Patte machen mit einem 3-Euro-Shirt. Das heißt, da muss ja Versand bezahlt werden. Also nicht Versand zum Kunden, aber Versand halt zum Lager oder so. Wie viel wird das in der Produktion gekostet haben? 10, 20 Cent maximal. Aber voll seltsam, eigentlich hat Shein doch einen krassen Verhaltenskodex für Zulieferer. Punkt 8 besteht explizit auf... Ja, Materialien, Designer. Gut, ich sag mal, die Designkosten werden hier an der Stelle oft gespart, sag ich mal. Da macht man hier ein paar Abstriche. Faire, legale Arbeitszeiten. Hä? Naja, generell tut Shein gerne so, als ob der Konzern für irgendetwas einstehen würde und macht dann das genaue Gegenteil. Boah, Junge. Plastik. Eine kurze Exkursion. Fashion ist eine der schmutzigsten Industrien der Welt. Insgesamt ist sie nach einigen Schätzungen für über 8% aller globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Oh. Kleidung aus Polyester, also Plastik, ist häufig günstiger herzustellen als klassische Baumwolle. Leider benötigt man dafür Erdöl. Die Produkte halten teils auch nicht sehr lange und bluten in der Wäsche und sogar beim Tragen auch ordentlich Mikroplastik. Nice, Mikroplastik immer übelst fresh. Ich will mehr Mikroplastik haben im Meer. Heißt, wenn du mit einem schlecht produzierten Polyester-T-Shirt rumläufst, lösen sich am laufenden Band winzige Mikroplastikfasern. Und der Großteil dieser Partikel... Umweltverschmutzung ist innen 2022, Freunde. Das ist der neue Trend. Ich sag's euch so, wie es ist. ...landet erst in Flüssen und dann im Meer und dann in den Mägen von Fischen und... Oh Mann, das ist so traurig, Digga. Stell dich vor, ihr seid dieser große Fisch da und dann esst ihr so eine Plastiktüte, Junge, und verreckt. Und dann diese Fische, die so drumrum schwimmen, die sind dann einfach traurig, weil die keinen großen Fisch mehr haben, wo die mit rumschwimmen können. Dann sind die alleine einfach. Ja, ihr wisst, wo die Reise hingeht. Ins Restaurant?
Insbesondere Fast Fashion und Ultra Fast Fashion wie Shein verleiten Menschen zu Überkonsum. Deutsche legen sich im Schnitt jeden Monat 5 neue Kleidungsstücke zu. Weltweit wird mehr als doppelt so viel Kleidung gekauft wie noch vor 20 Jahren. Bro, das ist so krass. Das ist so heftig. Ich find's so krass. Boah, 5 Sachen. Okay, ich krieg auf jeden Fall auch ein paar Sachen zugeschickt. Also ich muss schon sagen, ich shoppe schon sehr gerne. Daran ist ja auch an sich nichts verkehrt, I guess. Aber es ist schon krass, also wenn ich so überlege, gut klar, früher waren wir jünger. Aber wenn ich so überlege, früher, als ich so 15 war, Digga, da wurde das Paar Schuhe, wurde da auch einfach so lange gerockt, bis es legit auseinander explodiert ist. Und eine Hose, Digga, wirklich, ich hatte 2 Hosen, Bro, die habe ich halt einfach akimbo im Wechsel jedes Jahr gerockt. Also 1-2 Jahre durchgerockt. Ich hatte 5 5 so Hemden, Digga, die wurden auch in Rotation gerockt, Digga. Und jetzt ist es so, das Shirt von letzte Woche nochmal anzuziehen, ist schon so, ja, gut, kann ich jetzt machen, aber ist schon, ich hätte schon ganz gerne nochmal was anderes. Jetzt ist es auch so, man guckt so in den Kleiderschrank und das ist so albern, aber man guckt so in den Kleiderschrank und man hat so viele Sachen zur Auswahl und man denkt sich so, fuck, Digga, heute nichts zum Anziehen. Gut, fuck it, ich geh nackt. Scheiß drauf, Bro. Ey, scheiß drauf, Digga. Ich gehe einfach ohne Klamotten. Fast 60% aller global produzierten Kleidung landet innerhalb eines Jahres in der Verbrennungsanlage oder auf einer Müllhalde. Fresh. Meist irgendwo im Süden der Welt. Über die Hälfte aller Kleidung wird literally produziert, um weggeschmissen zu werden. Junge. Aber warte, man kann die Kleidung doch spenden? Naja, circa 80% der global gespendeten Klamotten werden am Ende trotz... Ich habe mal gehört, dass diese Kleiderboxen mega der Scam sein soll. Davon wird, also wie das sagen die wahrscheinlich jetzt auch, da wird mega viel verbrannt von, deswegen mache ich das nicht mehr. Deswegen bringe ich das dann lieber irgendwie irgendwo hin. Also ich sortiere das dann lieber so aus, dass dann nur die geilen Sachen dabei sind und bringe die dann irgendwo hin, wo Leute die auch brauchen. Und mit ich meine ich, das macht meine Mom für mich. Oder irgendwo auf einen Haufen geworfen. Das alles ist ein riesiges Problem. Es wird immer schlimmer, wir ertrinken in billigen Scheißklamotten. Ultra Fast Fashion frisst unseren Planeten auf. Die gesamte Industrie muss dringend nachhaltiger werden. Aber wir driften ab. Zurück zu Shein. Shein hat eine ganz tolle Corporate Social Responsibility Page. Eine Seite über die eigene soziale Verantwortung als Unternehmen. Shein produziert am laufenden Band massenweise allerbilligste Kleidung. Ich weiß nicht, wie ist die Quali davon? Großteil ist aus günstigem Polyester. Also wahrscheinlich nicht insane, aber für 3 Euro ist es schon stabil, oder? Also jetzt mal so Preis-Leistungs-Verhältnismäßig. Das ist safe schon rockbar. Müll hält von 12 bis Mittag. Oh Gott. Das ist ein richtiger Bauarbeiterspruch, Digga. Von so 2 Bauarbeiter, die gerade auf dem Gerüst sitzen, Digga, und sich so eine Stulle reinfahren mit so Leberwurst drauf und so Zwiebeln oder so Mettbrötchen. Also Plastik. Digga. Angeblich gibt der Konzern aber stets sein Bestes, möglichst viel besser als Peso, yo. Ach so. Recyceltes Polyester zu verwenden. Quizfrage. Wie viele Produkte sind auf der deutschen Shein-Seite aus recyceltem Polyester? Oh, 1378. Wow, das sind ja gar nicht mal so wenige. Oder? Wie viele sind denn normales, schön frisch produziertes Polyester? 740.922. Das heißt, dass stolze 0,18% aller Shein-Produkte im deutschen Shop aus... Ja, ja, das ist perfekt. ...aus recyceltem Material bestehen. Na, top. Und bei Baumwolle? 181 Produkte sind angeblich aus Bio-Baumwolle. Also aus Baumwolle, bei deren Herstellung keine Pestizide verwendet wurden. Nice. Ein entsprechendes Zertifikat konnten wir nirgends entdecken. Ist auch fast egal bei 280.263 Produkten aus Nicht-Bio-Baumwolle. Das geil! Kapitalismus! Das macht einen Anteil von knapp 0,07%. Digga. Zum Glück beschränkt Shein Meetings innerhalb der Firma aber auf ein Minimum, um Papier und Elektrizität zu sparen. Und der Konzern nutzt auch solarbetriebene Fahrzeuge für den Transport. Wobei, wahrscheinlich eher innerhalb der Logistikzentren oder so. Und nicht, wenn die Pakete ihren langen, weiten Weg nach Europa oder in die USA antreten. Ob die Logistik wirklich
freundlicher zur Umwelt ist. Doch. Machen wir es kurz. Warum sollten die lügen? Das wäre doch voll kontraproduktiv. Shein ist überhaupt und absolut nicht nachhaltig. Und die Klamotten sind die pure Umweltsünde. Mit null sichtbarer Anstrengung seitens des Konzerns irgendwas daran zu ändern. Die Corporate Social Responsibility Page ist so unmotiviertes Purpose und Greenwashing, dass man sich fragen muss, ob da nicht ein Praktikant am Werk war. So eine Müllfirma. Sauerei, was die Firma macht. Auch Chat, wenn Papi fragt, wie die Qualität ist, ja geht, Trash, so lala. Hat wohl jeder da gekauft, Sirius. Bro, wir haben alle Leichen im Keller. Jeder von uns hat safe schon mal irgendwo bei H&M oder so gekauft oder bei New Yorker oder so, da so ein schönes, cooles Shirt früher von New Yorker, wo so ein fresher Spruch drauf stand, sowas wie 12, der Gute bekommt das Mädchen, ab 16, der Böse bekommt das Mädchen, ab 18, jeder bekommt das Mädchen. Schön bei New Yorker gekauft, Digga, und rein in die Schule nächsten Tag. Klassiker. Kennt ihr das Shirt nicht? Als ob ihr das Shirt nicht kennt. Der Gute bekommt das Mädchen, der Böse bekommt das Mädchen, alle bekommen das Mädchen. Classic. Wir haben Shein zu den vielen Kritikpunkten in diesem Video um Stellungnahme gebeten. Aus den Erfahrungen einiger Journalisten wussten wir bereits, dass der Konzern selten auf solche Anfragen antwortet. Deshalb haben wir es über verschiedene Wege versucht. Wir haben bisher keine Antwort erhalten, beziehungsweise wurden abgelehnt. Thanks for your love and support. Wiesen. Wir wollen... Naja, schon wieder Support hier, das Video. Auf den Schock erstmal da reinkaufen. ...hier niemanden an den Pranger stellen, der mal bei Shein eingekauft hat. Es geht uns um den Konzern und die bestehenden Strukturen. Einen Aspekt haben wir noch gar nicht besprochen. Wie ist Shein überhaupt so beliebt geworden? Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2. Rücksichtslose Influencer, ein TikTok-Hashtag mit Milliarden Views und das Zusammenspiel von Social Media und Fast Fashion. Alter, guck mal, habt ihr gesehen, wie viele Klamotten die da rausgekippt hat? Das waren $900. Hashtag Shein Girls oder so. Cheers. Krass.